Willkommen, meine lieben Freunde, zum GPA Teambuilding Video für den 15. Spieltag der GPA Season 3. Wir stehen dem lieben Fan mit Let's Play, der das Team Code Launcher leitet, gegenüber und wollen natürlich gewinnen. In der Hinrunde haben wir es geschafft, ein 5:0 zu ergattern. Wir können das aber wahrscheinlich nicht so wiederholen, denn er hat ein sehr starkes Team, er ist ein sehr guter Spieler und das wird dementsprechend sehr, sehr schwer. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt mal das Team vom lieben Tim an. Eigentlich hat er auch nicht sehr viel geändert. Er hat nur seinen Slowpoke rausgepackt für Miltank, aber zur Erfrischung oder zur Auffrischung des Gedächtnisses können wir einfach mal sein Team anschauen. Und zwar haben wir auf seiner Seite Fiaro, Klavion, Latias, Megaturtok, Rabigator, Shaymin, Magneton, Ambidiffel, Traunmagil, Miltank und Hariyama. Ich predikte auf seiner Seite Fiaro, weil Fiaro ist und immer ein Problem ist, auch wenn ich Regirock habe. Klavion, um einen guten Check für mein Latios und Mega-Absurd zu haben. Megaturtok, weil es immer sehr gut ist und er kann es eigentlich fast immer mitnehmen. Magneton oder Shaymin, Ambidiffel oder Rabigator und Hariyama. Ich tendiere eher zu Ambidiffel und Shaymin, wobei ich sehr vor Rabigator Angst habe. Ihr werdet es gleich in meinem Team sehen. Ich habe zwar Panzer-Iron in meinen 11 Pokémon, aber ich habe etwas sehr, sehr Riskantes gemacht, sagen wir mal sehr riskantes gemacht. Deswegen schauen wir mal uns unser Team an. Und zwar haben wir hier ein Hyper-Offense-Team. Wir haben hier Nidoking mit dem Lehmob ausgestattet, mit dem Donnerblitz, Schlammwoge, Erdkräfte und Eistrahl. Wir haben hier 252 Spezialangriffsinvestment mit einem mäßigen Wesen. Wir haben 76 Initiativinvestment. Ich habe so viel Initiativinvestment reingepackt, um ein Hariyama zu outspeeden, welches Full Speed ist, und um ein Speed Creepness Turtok zu outspeeden. Denn ich habe in der Hinrunde ein ähnliches Set gefahren, auch mit so viel Speed, um ein Full Speed Hariyama zu outspeeden. Und mit diesem Set outspeeden wir es immer noch, aber ich habe 2 Punkte mehr reingepackt, damit ich eben auch, falls Tim darauf achtet, damit ich eben Mega Turtok dann immer noch outspeeden kann. Falls er irgendwie ein bisschen Initiativinvestment in Turtok reinpackt, weil er denkt, dass ich genau dasselbe Set wie in der Hinrunde fahre. Weil es auch eben sehr gut ist, denn er hat kaum einen Switch-In und generell das KP-Investment hilft mir eben auch, sehr viele Attacken gut abzufangen, denn Nidoking hat doch einen ganz guten Bulk mit den Werten, mit den Def-Werten 77 und 75. Deswegen kann es auch ganz gut die Attacken abfangen und dann natürlich sehr, sehr gut austeilen. Und dementsprechend hier das Investment. Dann haben wir Stonehenge, unser Regirock mit den Überresten, mit den Attacken Steinhagel, Tarnsteine, Ableithieb und Erdbeben. Das ist unser Aspekt eben, um das Hyper-Offense im Team zu unterstützen, also diese Variante. Denn wir brauchen natürlich Tarnsteine im Team, wir brauchen ein Pokémon, was trotzdem die Hits abfängt, aber dennoch sehr, sehr stark ist in der Offensive und das ist Regirock, beziehungsweise kann es eben doch ganz gut austeilen. Wir haben hier 252 KP Investment, wir haben 140 Verteidigung, denn ich brauchte nur 116 Angriffsinvestment mit einem harten Wesen, um ein Fiaro komplett physisch defensiv mit dem Irrlicht im Set zu Turret KO'en. Denn wenn wir geburnt werden, also von dem Irrlicht, und Steinhage einsetzen und er ist physisch defensiv, möchte ich ihn auf jeden Fall 2-Hit KO'en. Dementsprechend habe ich dieses Set hier drauf, so viel Angriffsinvestment. Ich glaube nicht, dass er so ein Set fährt, aber für den Fall der Fälle, wir haben Steinhage natürlich, um sein Fiaro natürlich zu treffen, sehr oft natürlich in diesem Satz. Dann haben wir Tarnsteine, denn Tarnsteine sind sehr, sehr wichtig, generell um hier das Hyper-Offense oder diese Hyper-Offense-Variante zu unterstützen. Dann Ableithieb, um sowas auch wie Miltank und sein Ambidiffel ganz gut zu treffen. Oder auch sein Rabigator, denn wir können auch von seinem Rabigator ein Erdbeben ohne Probleme tanken, sogar 2 mit den Überresten und dementsprechend uns mit dem Ableithieb ganz gut wegheilen oder ja, zurückheilen, ihm ganz guten Schaden reindrücken und er kann unseren Angriff auch nicht runtersenken, dadurch, dass wir die Fähigkeit Clear Body haben. Denn ich brauche Sturdy nicht wirklich, weil er mich wirklich One-Hit-KO'd, außer vielleicht ein Wahlglas Schocksam von Shaymin. Aber das sollte passen, denn ich möchte da sowieso nicht drin bleiben. Dementsprechend hier Clear Body, um auf jeden Fall keinen Minus-1-Angriff durch den Bedroher von Rabigator zu bekommen. Und Erdbeben ist generell ziemlich gut für sowas wie Magneton, für sowas wie Klavion oder auch um immer Safe-Schaden zu bekommen. 100er Base-Attacke, damit macht man eigentlich nie was falsch. Dann haben wir als drittes Pokémon Mitch und unser Boros-Team mit der Offensivweste, mit den Attacken Strauchler, Aeroas, Kehrtwende und Abschlag. Ein eher physisch-offensives Set. Wir haben trotzdem den Strauchler drauf, um Megaturtok ganz guten Schaden zu machen. Denn Megaturtok ist ein Problem. Strauchler macht auch ganz guten Schaden auf Rabigator.
Und dementsprechend kann uns das ganz gut helfen. Ich habe hier Aeroas drauf und nicht den Luftschnitt, denn Aeroas macht mehr Schaden auf einen offensivfesten Hariyama als der Luftschnitt, und außerdem hat Luftschnitt die Chance zu missen und so weiter und so fort. Dann haben wir die Kehrtwende für Momentum, und Abschlag hilft mir, um sowas wie sein Trauen Magie zu treffen oder generell Items natürlich abzuschlagen, weil ihr seht, ich habe kein Mega Absurd im Team und deswegen haben wir auch keinen Step Abschlag oder generell einen Abschlag, aber Abschlag kann sehr, sehr oft sehr wichtig werden oder auch um zum Beispiel Latias ganz gut Schaden zu drücken und ihm das Item abzuschlagen. Dann haben wir 244 KP Investment, 52 Angriffsinvestment, um in der Offensive etwas Schaden noch zu machen oder immer etwas mehr Schaden zu machen. 212 in die Initiative mit einem frohen Wesen, um sein Amidiffel zu outspeeden, sein schnellstes Pokémon nach seinem Fiaro. Und Fiaro würden wir sowieso nicht outspeeden, dementsprechend hier nur so viel Initiativinvestment. Und ja, das ist das Set von Glorious T, auch ein Pokémon, welches die Hits ganz gut abfangen soll, aber auch sehr gut austeilen kann. Deswegen, manche können vielleicht auch sagen, das ist jetzt nicht extrem Hyper-Offense, aber das Team ist schon sehr, sehr, sehr offensiv geprägt. Wir haben keine wirkliche Wall, die sich irgendwie hochheilen kann oder Toxin oder sonst irgendwas. Wir haben nichts, wobei Toxin kann man auch in einem Hyper-Offense-Team spielen. Das wollte ich damit nicht sagen, aber so viel zu dem Thema. Es ist ein sehr, sehr offensives Team. Wir haben hier einen Expertengurt auf unserem Tor, unserem Illivoltech. Wir haben das Set Erdbeben, Eishieb, Voltwechsel und Stromstoß. Unser Illivoltech ist sehr, sehr gut für sein Klavion, denn das wallt das Ding komplett. Er kann nichts dagegen machen, denn was will er dagegen machen? Natürlich, er kann hier, wie heißt die Attacke, Magnetflug einsetzen, um eine Bodenimmunität zu bekommen. Somit könnten wir ihn nicht mit Erdbeben ganz gut, also nicht mehr ganz gut treffen, aber Stromstoß sollte noch ganz guten Schaden machen, weil wir hier ein hartes Wesen haben, 252 in den Angriff, 100 KP Investment und 156 Initiativinvestment. 100 KP Investment können wir dadurch ein paar Attacken besser tanken. Und wir brauchen nicht so viel Initiativinvestment, wir brauchen eigentlich nur so viel, um ein Magneton Full Speed zu tanken, zu outspeeden. Das ist hier deswegen dieses Speed-Investment da, oder dafür ist dieses Speed-Investment da. Außerdem ist Thor eben auch ein ganz guter Check gegen sein Magneton, außer die Kraftreserve Boden, aber wir sind schneller und können dann immer Erdbeben drücken, außer er trägt den Wahlschal. Aber er kann uns auch niemals safe One-Hit-KO mit der Kraftreserve Boden, deswegen passt das auch. Also Illivoltech auch hier wieder sehr, sehr gut mit dem Voltwechsel, kann es auch Momentum holen, dafür ist es eigentlich auch nur da, deswegen hier auch kein Minus Spedef-Wesen, also Spezialverteidigungs- oder Verteidigungswesen, denn ich möchte auch nicht so viel Schaden mit Voltwechsel machen, ich möchte mir einfach Momentum in ganz guten Gelegenheiten holen, wo ich das eben mir vielleicht holen kann. Naja, dann haben wir als nächstes Pokémon Luang Laoshi mit der Anti-Unlichtbeere, der, okay, leider fällt mir doch gerade nicht der deutsche Name ein, vielleicht fällt es mir gleich noch ein, auf jeden Fall Psychoschock, Draco-Meteor, Auflockern und Erdbeben. Auflockern, falls uns die Tarnscheine einfach mal zu, oder falls uns die Tarnscheine zum Verhängnis werden, so rum, denn ich möchte sicher doch ein bisschen Hazard Control in diesem Team haben, wir haben ja auch keinen Mega-Absurd dabei. Oder wir haben nicht Mega-Absurd dabei, deswegen hier auflockern. Draco und Psychoschock erklären sich von selbst, sind sehr, sehr gute Steps, treffen sehr viel in seinem Team hart. Das Problem ist, dass dieses Set von Klavion gewollt wird. Deswegen haben wir Erdbeben im Set. Das macht auch nicht allzu viel Schaden, aber wird eher ein speziell defensiveres Klavion spielen. Deswegen kann ich hier mit dem Erdbeben immer einen ganz guten Schaden rausholen. Es ist wahrscheinlich kein Two-Hit-KO, aber es ist Schaden, der wichtig sein kann. Dann haben wir hier 252 Spezialangriffsinvestment mit einem mäßigen Wesen, 28 KP und 228 in die Initiative, um einen Fullspeed Rabigator zu outspeeden. Die Sache ist, wir outspeeden mit dem Set nicht Shaman und das könnte ein Problem werden. Ich habe aber nicht allzu viel Angst vor Shaman, weil wir eben Boras Ziel haben und wir tanken auch jeden Hit von Shaman. Ich möchte einfach mit dem mäßigen Wesen sehr, sehr viel Schaden drücken, denn das könnte sehr wichtig sein in einigen Situationen, weil wir auch keinen Lehmorb haben, sondern nur die Anti-Unlichtbeere. Die Anti-Unlichtbeere ist nämlich dafür da, um Finster Aura von Turtok zu tanken, um einen Abschlag von Rabigator zu tanken, um einen Abschlag von Amidiffel zu tanken, also generell die ganzen Unlichtattacken. Das kann sehr, sehr wichtig sein oder auch für sein Hariyama oder so, denn dann haben wir auch nochmal einen weiteren Switch-In in Hariyama. Deswegen die Anti-Unlichtbeere und ja, mal gucken, ob das hilft, aber Latios ist generell ein Pokémon, welches sehr gut Druck aufbauen kann, sobald Klavion weg ist. Dann haben wir Admirai Kill, unser Admirai. Wir haben direkt beide neuen Pokémon dabei, die ich in Steam gedraftet habe. Wir haben hier ein Wahlglas-Set mit den Attacken Siedewasser, Strauchler, Eisstrahl und Hydropumpe. Wir haben hier 196 Initiativinvestment, 252 Spezialangriffsinvestment mit einem mäßigen Wesen und 60 KP. Admirai ist nicht relativ nicht so schnell und deswegen habe ich mir gedacht, Schalleswesen bringt nicht wirklich viel. Ich könnte so viel Speed
reinpacken, um Magneton zu outspeeden, aber brauche ich nicht wirklich, weil ich wechsle sowieso, wenn Magneton da ist, eigentlich fast immer eine Voltec oder ein Nidoking oder so, deswegen, na, brauche ich nicht. Deswegen habe ich nur so viel Initiativinvestment reingepackt, um ähnlich wie Nidoking ein speedcreependes Turtok zu outspeeden. Wir haben dann auch nämlich mit der Strauchelattacke und dem Wahlglas-Set eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um Turtok sehr hart zu treffen, denn das macht dann 80% oder so. Siedewasser wiederum trifft generell vieles in seinem Team hart, kann den Burn bekommen und Hydropumpe ist ein super starker Step, deswegen auch Hydropumpe-Set, denn falls wir mal uns denken, okay, Siedewasser macht zu wenig Schaden, dann gehen wir einfach auf die Hydropumpe und wenn wir uns denken, okay, die Hydropumpe macht zwar guten Schaden, aber Siedewasser würde reichen und ich habe keine Lust, dass Hydropumpe misst, kann ich dann auf Siedewasser gehen. Ich muss mich natürlich choicen, aber dennoch, ihr wisst, was ich meine, sobald ich mal Admiral Kill reinwechsle und das Ding baut tatsächlich echt viel Druck auf, auch wenn es leider etwas langsam ist. Aber das Team von Team ist jetzt auch nicht extrem schnell, deswegen passt das. Und Eisstrahl trifft eben auch sowas wie Ramigator. Wobei, ja, wir haben Siedewasser, aber auch sein Latios, was auch ganz gut ist. Latias und dafür eigentlich auch nur. Und natürlich auch für sein Shaman, nicht zu vergessen. Also für Shaman und Latias hilft uns natürlich auch der Eisstrahl, damit wir nicht von den beiden Pokémon gewallt werden. Hier Admiral Kill. Wir haben dementsprechend auch alle drei NUs dabei. Wir haben hier drei NUs, zwei OUs und ein UU. Ich würde sagen, ein ziemlich stylisches, offensives Team. Ich freue mich mit diesem Team hier gegen ihn zu kämpfen, denn das Team ist sehr, sehr schön. Ich liebe dieses Team, aber es wird sehr schwer, weil ich habe das Gefühl, sobald er Ramigator nimmt, werde ich zerstört. Ich habe natürlich noch Möglichkeiten, gegen Ramigator anzukommen. Dann muss ich aber leider etwas mehr predikten und sobald ich anfangen muss zu predikten, wird das schwierig, weil Predict LP macht gerne mal Fehler. Manchmal prediktet er gut, manchmal eben schlecht. Und ich möchte nicht wegen einer schlechten Prediction verlieren. Aber es ist Pokémon, das könnte gut passieren. Deswegen mal gucken. Auf jeden Fall glaube ich aber nicht, dass er Ravigator mitnimmt. Und ich hoffe es auch nicht. Deswegen habe ich dann überlegt, soll ich Panzeraeron nicht mit reinnehmen. Aber letztendlich habe ich mich dagegen entschieden. Und deswegen hier die sehr, sehr offensive Team. Ich hoffe, euch hat das Teambuilding-Video gefallen. Ich hoffe, ihr schaut morgen rein. Es wird ein Live-Kampf gegen Tim sein. Dementsprechend, ja, mal gucken, wie lange das dauern wird. Ich hoffe nicht so lange. Und wenn das doch etwas länger dauern wird, keine Angst. Ich werde nur ein einziges Mal einen Live-Kampf machen, also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr tun könnt und so weiter, habe ich schon gesagt, glaube ich. Egal, bis zum nächsten Mal und ciao.